interessiert sie sich für Mode. Nur solche Art Werbung lehnt sie ab. Bei Nashi hätte sie diskutieren gelernt, sagt sie. Dort sei sie selbstbewusst geworden. Letzter Schliff für den Fernsehauftritt. Bei Nashi tragen Mitglieder Uniformen und sie sind streng hierarchisch organisiert. Ist das nicht ein sehr konservativer Stil? Sie haben eine falsche Vorstellung von unserer Bewegung. Bei uns kann jeder werden, was er will. Jeder darf eigene Ideen und Vorstellungen äußern. Bei uns hängt alles von den Menschen ab. Wir nennen uns eine demokratische Bewegung. Unsere Uniform ist ein Zeichen der Zusammengehörigkeit. Sie ist ein Markenzeichen und eine Werbung für unsere Bewegung. Nashi, eine Jugendbewegung auf Anordnung von oben. Nashi ist auf dem Marsch durch die Institutionen. Patriotisches Gehabe als Orientierungshilfe für die Jugend. Nashi soll helfen, Russland wieder zu einer Großmacht werden zu lassen. Eine neue moralische Grundlage schaffen. Antiwestlich und großrussisch, gegen Liberale und Oppositionelle. Für die Nashi-Mitglieder ist Russland von Feinden umgeben, innen und außen, und sie pflegen ihre Feindbilder, sei es nur gegen das kleine Estland. Die Jugend wird gebraucht, den alten Machtapparat nach dem Zusammenbruch wiederherzustellen. Sie soll das große Land wieder zusammenhalten. Die Jugend feiert immerhin wieder gern unter den Symbolen der Großmacht aus Sowjetzeiten. Es ist die alte fixe Idee, dass Russland Großmacht sein müsse oder es werde gar nicht sein. Und dafür muss jetzt die Jugend ran.